Hey Leute, an alle, die zum ersten Mal hier sind, willkommen. Und an alle anderen, willkommen zurück und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich komme gerade aus dem Kino und habe mir Fantastic Beasts 3 angeguckt. Also Dumbledores Geheimnisse. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich sagen soll. Er war komplett anders, als ich ihn mir vorgestellt habe. Die Story war, würde ich jetzt einfach mal sagen, eine Mischung aus Teil 1 und 2. Es waren deutlich mehr Tierwesen wieder drin, wie auch in Teil 1. Und es war sehr viel Story drin, wie in Teil 2. Da haben sie jetzt ein gutes Mittelmaß der Dinge gefunden, obwohl ich vielleicht noch ein bisschen mehr Tierwesen gerne gesehen hätte. Aber eigentlich haben sie ein gutes Mittelmaß gefunden. Die Charaktere waren gut, auch Rollen, die man vielleicht aus den Harry Potter Büchern gekannt hatte oder aus den Harry Potter Filmen, die nun zum ersten Mal in der Gestalt zu sehen waren, haben sie relativ gut getroffen. Der Film an sich war aber wirklich speziell, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, was ich ihm geben würde. Vielleicht würde ich ihm ein 8 geben oder ihn so auf die Stufe vom zweiten Teil stellen, ungefähr. Aber er war sehr düster. Ich war mit meiner Mutter im Kino, die auch ein super Harry Potter Fan ist. Und ihr war ja zu düster. Vom Licht, von der Story, aber deutlich brutaler. Es ist ein Film, in den würde ich jetzt nicht mit dem kleinen Kind reingehen. Die ersten zwei kann man das locker machen. Aber mir hat er trotzdem rundum eigentlich gut gefallen. Er geht ja relativ lang, 2,5 Stunden. Und ich habe mich nicht gelangweilt. Direkt am Anfang, was mir als erstes aufgefallen ist, ist, dass sie es filmisch anders angegangen haben. Was mir von Anfang an ein bisschen anderen Vibe verpasst hat als die originalen Harry Potter Filme und auch Teil 1 und 2. Wenn ihr die Filme zahlreich gesehen habt, so wie ich, dann werdet ihr auch wissen, dass sie normalerweise immer recht groß aufgenommen haben. Man hat immer einen Haufen Leute gesehen und wenn etwas Wichtiges passiert ist, war das eigentlich immer von außen zu betrachten. Und es waren sehr wenige Nahaufnahmen drin. Und selbst wenn es Nahaufnahmen waren, waren die nicht so, sondern es war eher so, wie ich jetzt zum Beispiel zu sehen bin. In dem haben sie jetzt viel mehr mit Kamerakleiden gemacht und Nahaufnahmen auf Finger und Zauberstäbe und solche Sachen. Prinzipiell alles schön und gut. Der Film war wirklich sehr schön gestaltet. Es hatte nur einfach einen anderen Vibe gegeben wie die anderen. Ja, dann wollte ich noch darauf eingehen, auf die Neubesetzung von Grindelwald. Ich fand, dass Mads Mikkelsen es sehr gut umgesetzt hat. Wenn er von Anfang an die Rolle gehabt hätte, würde ich auch sagen, 10 von 10 super gespielt. Die Umstellung war tatsächlich aber trotzdem etwas schwierig, weil sie nicht mal ähnlich gestaltet haben wie den Johnny Depp Grindelwald. Wahrscheinlich wollten sie da einen klaren Cut setzen, um ihn einfach nicht zu kopieren und versuchen, die Optik und den Charakter daran zu orientieren, sondern einfach komplett neu zu machen. Fand ich aber ein bisschen schwierig. Es war wahrscheinlich Geschmackssache, aber fand ich ein bisschen schwierig. Mads Mikkelsen hat es aber trotzdem alles sehr gut umgesetzt und hat auf jeden Fall Grindelwald zu einem sehr hassbaren Charakter aufgebaut, was mir gut gefallen hat. Das Kino war voll und wenn der zu sehen war, dann alles, scheiß Grindelwald. Und das hat er wirklich gut erzeugt. Der Umbridge-Effekt nenne ich diesen Moment. Ja, so die Story, ich versuche ja nicht zu spoilern. Deswegen versuche ich jetzt einfach mal nicht auf die Details zu gehen. Aber direkt zu Anfang passiert etwas sehr, sehr Wichtiges, was für den Schluss wichtig ist. In der Mitte passiert ein Haufen interessanter, lustiger Scheiß, aber es hat prinzipiell nichts mit dem Anfang und dem Schluss zu tun, meiner Meinung nach. Also das ist so ein Teil, der ist für den Schluss nicht relevant. Und ich weiß nicht, warum sie da nicht also wie so einen roten Faden haben durchlaufen lassen. Ich weiß nicht, ob es nur mir so ging, aber der Mittelteil war quasi von Anfang bis zum Schluss im Vergleich einfach nicht relevant. Es war interessant, es war gut zu sehen, es war teilweise witzig, wie gesagt, und auch wieder ein bisschen traurig und düster und so, aber es war nicht wirklich relevant, nur den Anfang betrachtet und den Schluss. Das hätte man auch einfach rausnehmen können, das zusammenschieben, fertig. Ein sehr kurzer, knackiger Film. Wie gesagt, war er trotzdem nicht langweilig und da waren noch interessante Sachen drin. Background Story, es wurden einige Sachen aus den Büchern aufgegriffen, was mir sehr gut gefallen hat. Eine Sache, die hat jetzt nicht so mega krass viel mit der Handlung zu tun, deswegen sage ich es jetzt einfach mal. Es wurde über Ariana gesprochen, also über die Schwester von den Dumbledore-Brüdern. Und das, was Dumbledore dort gesagt hat, ist so ziemlich genau das, was er im Buch zu Harry gesagt hat, als er darüber gesprochen hat. Was mich als Fan
begeistert hat, natürlich. Und allgemein war das alles relativ akkurat und charaktergetreu. Vor allem die Schlussszene, die ich jetzt wieder nicht erklären kann, ohne zu spoilern, hat tatsächlich den Charakter von Dumbledore super dargestellt. Was mir nicht so gefallen hat, war der andere Dumbledore-Bruder. Den Charakter haben sie eigentlich prinzipiell gut umgesetzt im Buch. Aber dieser eine wichtige Handlungsstrang, der drin ist, passt meiner Meinung nach nicht so hundertprozentig zu dem Charakter und wie er im Buch und in den früheren Filmen dargestellt wurde. Ist aber Geschmackssache. Ich meine, es wurde eine Auflösung gefördert für ein bestimmtes Problem und die haben sie jetzt geliefert. War jetzt nicht die beste Auflösung meiner Meinung nach, aber kann man mal machen. Rundum würde ich jetzt einfach sagen, dass der Film ja sehr solide war. Ein Mischmasch aus 1 und 2 und ein Ticken düster. Also wenn man ihn mit den Harry Potter Filmen zusammenbringen würde, würde ich sagen, dass er so diesen Vibe hatte von Teil 5 im Ministerium. Also alles sehr, sehr, sehr dunkle Aufnahmen, ein bisschen brutaler und so. Aber prinzipiell ganz gut. Ich würde ihn auf eine Stufe stellen mit Teil 2 und ihm ungefähr eine 8 geben. Ja, mehr weiß ich jetzt auch nicht. Falls ihr den Film gesehen habt, schreibt mir gerne, schreibt mir auf Insta, schreibt mir auf Facebook, schreibt in die Kommentare. Versucht aber die anderen Leute nicht zu spoilern, falls sie den Film noch nicht gesehen haben. Das war's jetzt erstmal von mir. Es ist mitten in der Nacht. Ich komme, wie gesagt, gerade aus dem Kino, aus der Spätvorstellung. Und das war's erstmal von mir. Tschüss!